Galerie O'Neill zeigt die Gruppenausstellung Mai 2021 mit 5 KünstlerInnen aus Österreich, Schweiz, Niederlande und Deutschland. Im Schaufenster eine abstrakte Flaschenkomposition von Ewald Hinteregger, ein dynamisches abstraktes Werk von Markus Gura und ein Werk mit Holz von Johann van der Dong. Im zweiten Fenster 2 Gemälde von Irene Bergner-Oberndorfer. Die Österreicher Künstlerin Ingrid Bergner-Oberndorfer zeigt anmutige Tierdarstellungen in intensiver und differenzierter Farbgebung. Auch Ewald Hinteregger kommt aus Österreich. Seine großformatigen Ölgemälde sind in einem energischen Malduktus mit dickem Farbauftrag gearbeitet. Seine Motive löst er teilweise malerisch auf. Johann van der Dong aus den Niederlanden bewegt sich in vielen Kunstrichtungen, von Konzeptkunst bis zur Malerei. Hier zeigt er Werke aus Holzfundstücken, als Hinweis darauf, wie vielfältig und wunderbar unsere Umwelt ist. Leider sind die Werke der Schweizer Künstlerin Susanna Feldblume zur Ausstellungseröffnung noch nicht eingetroffen und wir warten noch auf die Spedition. Ihre Porträts im Stil des Spontanrealismus, in denen sie Farben nach Charakteren der Porträtierten einsetzt, können wir hier nur kurz vorstellen. Markus Guras abstrakte Arbeiten zeigen eine starke Dynamik in intensiven Farben. Starke Farbschwünge werden von Farbmassen getragen. Leider konnten wir zu Ausstellungsbeginn wegen Corona-Bestimmungen keine Vernissage veranstalten und hoffen, es nachholen zu können. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Mai 2021 zu sehen.